Intervalle. Um einen Akkord zu bilden, benötigt es Intervalle. Ohne ein Intervall können wir keine Definition treffen, wie weit welcher Ton zum nächsten entfernt ist. Intervall bedeutet der Abstand zwischen zwei Tönen. Gehen wir von C-Dur aus, das bedeutet, wir haben von C bis C 8 Töne mit dem Oktavton. Insgesamt gibt es 7 Töne in einer Dur-Tonleiter und deshalb gibt es auch 7 Intervallstrukturen in der Dur-Tonleiter. Die erste wäre von C nach D eine große Sekunde, dann eine Terz, eine große Terz, dann eine reine Quart, dann haben wir die Quinte, dann die große Sext, die große Septim und die Oktave. Nun gibt es natürlich auch weitere Tonleitern und weitere Tonleitern bedeutet auch weitere Intervallstrukturen. Welche Tonleitern es noch gibt, lassen wir erstmal beiseite. Aber wichtig ist, dass wir auch zum Beispiel im chromatischen Sektor Intervallstrukturen bilden können. Würde bedeuten, von C nach Cis ist ein Halbton. Bedeutet, wenn das eine Sekunde ist, dann ist das eine kleine Sekunde. Wenn wir von dem Intervall große Terz ausgehen, gibt es auch eine kleine Terz. Bei der Quarte haben wir ein reines Intervall, das bedeutet, wir haben eine reine Quarte. Die Quint hat auch eine kleine Quint bzw. eine B5. Das wäre von C nach Ges. Dann haben wir eine Sext, eine große Sext in dem Fall. Und es gibt auch eine kleine Sext, die wäre hier. Weiteres gibt es die große Septim, also natürlich auch die kleine Septim, die wäre hier. Und dann enden wir auf der Oktave. Somit haben wir jetzt alle Töne, die wir generell zur Verfügung haben, verwendet. Mehr Töne gibt es auf der Taste nicht. Es ist eine Wiederholung nach oben, eine Wiederholung in die Tiefe. Es gibt nicht mehr als diese 12 Töne und diese daraus resultierenden Intervalle. Als reine Intervalle würden die Prim, die Quart, die Quint und die Oktav zählen. Groß- und kleine Intervalle. Hier haben wir die große Sekunde und die kleine Sekunde. Wir haben die große Terz und die kleine Terz. Wir haben eine große Sechs und wir haben eine kleine Sechs. Wir haben eine große Septim und wir haben eine kleine Septim. Nun haben wir das Musikalphabet gelernt und das bedeutet, wir können theoretisch jetzt mit dem Lesen loslegen und können aus diesen Intervallen Akkorde bilden. Wir bewegen uns dazu wieder in unserem vertrauten System ohne Vorzeichen im C-Dur und werden einen Akkord bilden, indem wir eine Terzschichtung vornehmen. Das würde bedeuten, vereinfacht gesagt, wir spielen, lassen einen aus, spielen, lassen einen aus, spielen, lassen einen aus, spielen. Das bedeutet, den spielen wir nicht, den nicht und den nicht. Und schon haben wir einen Akkord gebildet. Da wir ja keine schwarzen Tasten verwenden dürfen, ist es jetzt nichts weiter zu tun, als eins rüberrutschen, spielen, auslassen, spielen, auslassen, spielen, auslassen, spielen. Und dadurch erhalten wir eine Struktur, einen Terzabstand, welcher sich verändert. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Terz. Dafür haben wir hier eine große Terz. Anders ist es hier. Hier haben wir eine große Terz, gefolgt von einer kleinen Terz. Haben wir eine große Terz,
So sprechen wir von einem Dur-Akkord. Man kann das auch sehr gut hören. Ich spiele mal den Dur-Akkord. Der Moll-Akkord würde bedeuten, dass die Terz einen halben kleiner ist, dass wir eine kleine Terz haben und somit den Moll-Charakter erhalten. Man hört schon, dass der ein bisschen trauriger ist, ne? Hier? Ah, fröhlich? Traurig. Fröhlich? Traurig. Genau. Im Notensystem können wir sehr, sehr schön und deutlich erkennen, dass die Noten, welche wir übereinander stapeln, im Endeffekt nichts anderes sind wie ein Schneemann, solange wir uns im C-Dur-System befinden. Und wie das ausschaut, zeige ich euch jetzt. Und ihr könnt erkennen, dass wir ein Spielen, ein Auslassen, ein Spielen, ein Auslassen, ein Spielen, ein Auslassen, ein Spielen, ein Auslassen. Im Endeffekt machen wir nichts anderes als die Terzen übereinander zu schichten. Dies können wir bis zu einem gewissen Grad machen und dann würde es sich wiederholen. Dann sind alle Terzen, die möglich sind, gespielt. Dazu kommen wir später. Das wären dann die Optionstöne. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber dass die Theorie auch im Kopf bleiben kann, Terzschichtung ergibt Akkorde. Da wir nur mit dem tonalen Vorrat, der zur Verfügung steht, in C-Dur wäre es dieser Vorrat, arbeiten dürfen, gibt es nur 7 Möglichkeiten, Akkorde zu bilden. Dann sind wir wieder auf der 8. Stufe. Die Stufenakkorde, die sich daraus ergeben, wären auf der 1. Stufe eine Dur-Terz bedeutet Dur, große Septim, ist nur ein Halbton entfernt von der 8, das wäre die große Septim als kleine Merkhilfe. Dann haben wir einen Major 7-Akkord. Verschieben wir alles nach rechts, haben wir hier eine kleine Terz, bedeutet D-Moll, reine Quint, ein Ganzton entfernt von der Oktav, ist eine normale 7, D-Moll, 7-Akkord. Weiter geht das mit E. Hier haben wir auch eine kleine Terz, eine reine Quint und sind auch einen Ganzton entfernt, bedeutet E-Moll 7. Ein zweiter, da haben wir eine Dur-Terz, eine große Terz, eine reine Quint und eine große 7. Da haben wir erneut auf der 4. Stufe einen Major 7-Akkord. Große Terz, reine Quint. Ah, hier sind wir einen Ganzton entfernt. Das bedeutet, wir haben einen Dur-Akkord mit einer kleinen 7. Dieser wird dominant 7 genannt. A, kleine Terz, A-Moll, reine Quint. Ganzton weg von der Oktave bedeutet wieder kleine 7, A-Moll 7. Jetzt kommt der Ausreißer auf der 7. Stufe. Hier haben wir eine kleine Terz und von hier nach hier haben wir auch eine kleine Terz. Normalerweise müsste die reine Quint hier sich befinden, da wir diese Taste aber nicht verwenden dürfen, da wir im C-Dur sind und keine schwarzen Tasten da sind, haben wir hier das Intervall einer kleinen 5, also einer B5. Eine verminderte Quinte quasi. Und so heißt dieser Akkord auch. Das ist Moll B5 mit einer kleinen 7. Der heißt im Endeffekt Moll 7 B5. Der letzte Akkord, der 8. Akkord, ist der idente zum 1. Akkord. Als kleiner Tipp für dich, wenn du keine Tasten hast, es gibt sehr, sehr, sehr günstig Tastaturen, die kann man an den Computer anschließen, Software runterladen und dann kann man Musiktheorie mit den Tasten machen. Du kannst ja auch eine Handy-App runterladen, das ist auch kein Problem. Empfehlenswert ist natürlich eine Tastatur, damit du
das besser ins Gefühl und ins Auge auch kriegst und auch ins muskuläre Gedächtnis. Das wird dir später helfen. Und greife diese Akkorde. Versuche herauszufinden, was ist eine große Terz, was ist eine kleine Terz, wie klingen diese. Und so wirst du dir definitiv einen schnelleren Weg schaffen, Musiktheorie zu erlernen. Und wie gesagt, es braucht keine Jahre, das zu lernen. Es braucht Wochen oder vielleicht mal Monate. Aber viel länger wirst du nicht brauchen, wenn du das System konzentriert verfolgst und auch anwendest.